Dann gehen wir auch schon jetzt nach Gruppe B, wo Liverpool auf Moskau trifft. Moskau, Moskau, Moskau ist eine schöne Stadt, wirft die Täler an die Wand. Kennst du das? Ja, Moskau hat zum Schluss Slavia Prag, Liverpool Monaco. Liverpool führt derzeit mit 6 Punkten, also da wage ich zu behaupten, mit einem weiteren Dreier mit 9 Punkten ist das wahrscheinlich auf jeden Fall, also mit großer Sicherheit, zu 99% die erste Mannschaft, die sich quick fix qualifiziert. Dann immerhin Platz 3 hat 2 Punkte. Das wären dann schon 7 Punkte Unterschied. Ja, Mechel Wolfgang muss ich nicht verstecken. 3:3 gegen Slavia Prag, 1:1 gegen Feyenoord. Ah, nicht gegen Slavia Prag, Entschuldigung. 3:0 verloren gegen Porto, Entschuldigung, mein Fehler. Entschuldigung. Und eben ein 1:1 gegen Feyenoord. Ja, somit ein Punkt ist nicht wirklich viel. Und wie gesagt, das Dritte hat 2 Punkte. Also jetzt mal ist Leipzig ein bisschen unter die Räder gekommen von Liverpool. 5:2 Niederlage. Oh. Oh Mann! Und zurück zum Abfälle. Alles geplant. Wir wollen ja da nicht so dominant auftreten, ne? Ja. Ja. Wir sind zu spät. Ein bisschen Risiko war jetzt dabei. Das war jetzt zu viel. Firmino. Ja, die erste Viertelstunde, aber derweil einmal relativ gut überstanden, muss ich sagen, von. Boah, ich sag nichts mehr, von Moskau. Oh. Gott sei Dank ist er dagegen gelaufen, gegen einen Höwedes. Der Höwedes hat das super abgeschirmt. Danke. Genau. Hat er super gemacht. Ah, schade.
Oh, was machst du? Money. Money, money, Money. money. Always funny. Oh, das war abseits. Ja, schön, schon drauf. Oh. Schön gelöst. Das wird ein bisschen zweit. Oh, das Scheiße. war jetzt schon. Scheiße. 2015 Champions League Treffer. Ja, aber Moskau muss sich nicht verstecken. Na, sehr gute Partie bisher. Jetzt haben wir auch seine Klasse da ausspielen lassen, natürlich. Oh, shit. Und Moskau muss natürlich aufbauen, wenn sie nach vorpressen, dass sie da nicht den Konter zulassen. Das würde jetzt beim, auch beim Gegenzug, aber das Einpass von hinten nach vor. Sarah. There will be a minimum of 2 minutes of Ah. overtime. Oh Oh, nein. schön. Puh, das ist eine nicht so ganz verdiente Führung. Aber da ist, glaube ich, der Klassenunterschied dann doch teilweise jetzt groß gewesen. Ja, eine Riesenmöglichkeit haben sie gehabt gleich zu Beginn. Aus 1 zu 0 durch Smolov. Ja, und man ist ratlos. Man ist einfach ratlos, was man hier machen soll. Ja, stimmt. Es war wirklich eigentlich ein sehr gutes Spiel von Moskau. Aber da fehlt gerade der nötige Einsatz. Oh, das war ja nichts. Oh! Und Die ein Chancen bisschen müssen Glück. natürlich dann drin sein. Bitte? Die Chancen müssen halt dann drin sein. Ja. Und zwar einen großen.
Ah, der läuft jetzt nicht und das war ein schlechter Pass, genau, auch noch dazu. Oh! Ja, genau, bei mir ist das voll. Alter. Gerade für Fahrfahren. So, und der erste Wechsel gibt. Kapitän Henderson wird gehen. Oh, da ist einer verletzt. Oh. Oh, das gibt's ja nicht. Das wird jetzt schon hier bitter. Ja, das ist jetzt nicht zurückgerückt. Das ist das, was ich gemeint habe. Mein Liverpool schaltet ganz schnell um. Sie steht aber jetzt 3-4 da. Und jetzt haben sie zu langsam Lokomotiv zurückgearbeitet. Weißt du, bis in Fahrt kommen? Da verletzte Mané, Alter. Macht noch einen Assist. Oh. Denke ich mal doch. Da schlecht ist Moskau trotzdem nicht. Also jetzt zweite herbe Niederlage in Folge. Das motiviert wahrscheinlich auch nicht gerade. Vorhin schon gut im Spiel hat man nichts. Aber die Chancen waren halt da. Ja. Aber jetzt durchgesetzt hat er sich. Muss man gleich mal nachschauen, wer das war. Ja, das 66er war das. Einer der Schwächeren, den man mal zum Testen reingeschaut hat. Weil man sich dachte, beim Stand von 3-0 werden wir es nicht mehr hochgewinnen. Warum nicht mal einem bisschen einen unbedarfteren Stürmer die Chance geben? Alter. Milner! Okay, der kann mich überraschen, der Treffer. Ja.
Alter. Jetzt wird schon bitter wieder für Moskau. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Super! Bisschen Ergebniskorrektur noch. Da man ja am Bild nicht sieht. So schaut aus. Ja, spielt man hier vielleicht gegen den Kandidaten, gegen den Top-Anwärter der Champions League, der erste Gewinner vielleicht. Ja, der erste, der auf jeden Fall jetzt 3 Punkte, also in 3 Spielen 3 Punkte erobert hat, 9 Punkte, damit Liverpool mal fixiert eine Runde weiter. War natürlich keine Glanzleistung, aber über weite Strecken gut. Moskau hat am Anfang die Chancen nicht genutzt, die sie hatten.